So, kurze Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken. Mangelt es an Gesundheitsbonne, einige Moosgold, um zu finden, einen Regenerationsstein in der Welt, um schnell wieder gesund zu werden. Also heilen mich Moosgolems auch. Gut. Das war nämlich die Frage, die ich mir die ganze Zeit eigentlich so gestellt habe. Ob die Guys mich auch heilen. So. Jedenfalls, wenn ein Kreaturengehöft fällt und seine Flamme zerstört wird, kannst du diese Kreatur nicht mehr rufen. Oh. Gut. Und ich würde sagen, wir befreien jetzt unsere Zombie-Homies. Eisen. Let's fucking go. Sag mal, aber sonst geht's dir danke, oder du Arsch? Glaub, den Penner haben wir nicht mehr lang. Da wäre Arsch wieder ein Ding. Oh, das ist der große Outpost. Ja, den können wir noch machen. Geisteskrank. Jungs! Zombie Guys! Ich komme, um euch zu retten! Ne, wie viele Mobs sind hier? Ah, you bastards! Komm, Jungs. Müssen den Zombies helfen. Oh no. Die Zombies wurden überrannt. Sie haben tapfer gekämpft, um dir zu helfen, aber... Sie wissen nicht, wie sie mit einem Sonnen. Oha! Das ist so ein Fettsack dabei. Was sind denn hier so Fettsäcke dabei? Jungs! Let's fucking go! Lass uns unseren Zombie-Homies helfen! Oh Gott, ich bin fast tot! Okay, guys. Let's go. Alter! Wie viele! Oh Gott. Das war's. Okay, wir haben mal die Todesanimation gesehen. RIP. Gott, wo bin ich? Okay.
Okay, Jungs. Dann mal gleich wieder los. Ach, deswegen stehen hier auch nirgendwo mehr Zombies und Skelette und so rum, ne? Am I right? Okay, Jungs. Ja, die killen jetzt dann auch noch welche, das ist klar. Ich werde die Sonne nie wieder als selbstverständlich betrachten. Schau dir am besten deine Karte an, um zu sehen, welche Art von Schaden die Piglins letzte Nacht angerichtet haben. Boah, die verbessern die Basis. Die Piglins planen, diese Basis heute Abend zu befestigen. Halte sie auf, bevor sie es tun. Alter. Ich vergesse schon hier das komplette Commentary. Wait. Wait, das ist wie? Hier war ich doch gerade gar nicht. Nee, hier wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Da müssen wir hin. Jungs, okay. Greift mal die Scheiße hier an. Ich befreie mal die Guys. Ach, das war's? Achso, jetzt gibt's die Revenge. Natürlich. Die Zombies sind begierig darauf, sich dem Kampf wieder anzuschließen. Jetzt könnt ihr die Piglins gemeinsam stoppen. Besser ist es. Tech, Guys. Komm, Jungs. Let's go. Bin halt die ganze Zeit am überlegen, sind das hier überhaupt Spawner? Von den Piglins. Jungs, na komm. Ich weiß halt nicht, was ich hier zerstören muss.
Schon diese Kackgebäude hier, oder? Ja, aber wie? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Müsste das irgendwie schaffen? Ich muss mal wieder mehr reden, Alter. Ich schweige hier gerade die ganze Zeit. Okay, den Fetzer kann ich gar nicht angreifen. Aber den müsste ich vielleicht halt irgendwie auf mich locken, oder? Guck dir mal diese Armee hier an! Bro! Okay, irgendwie... check ich's gerade. Also irgendwas kapiere ich gerade nicht. Irgendwas kapiere ich gerade nicht. Jungs, ihr kommt jetzt mal mit mir. Aber irgendwas blicke ich hier gar nicht. Muss ich jetzt... Weißt du was, wir greifen jetzt einfach die Scheiße da, Mann. Vielleicht ist es da wirklich so, dass wir erst das Ding da kaputt machen müssen. Kann ich mir vielleicht vorstellen. Okay, dann müssen wir erst wieder hier hoch. Ja, da jetzt. Okay.
kaputt. Nice. Let's go, Jungs. Alter! Das sind einfach... Ey, das sind viel zu viel Mobs. Das ist ja krass. Holy shit. Wir bräuchten halt... Wait. Wie viel Prismarin habe ich? Ich müsste halt unbedingt das hier bauen können, ne? Das Versammlungsbanner ist ja schön und gut, aber wenn ich keine Zombies mache, oder beziehungsweise keine Zombies machen kann, bringt mir das halt auch nichts so vom Dinger, you know? Boah, schwierig. Was mache ich denn jetzt? Das sind halt alles schon mittlere, ne? Und jetzt sage ich, mach die kleine hier. Dann will ich Prismarin kriegen dafür, ne? Ich müsste fast das machen. Und danach muss ich den Zombies helfen. Das hilft mir fast nichts. Ich brauche mehr Golems. Das ist schon langsam nicht mehr zu handeln. Ja, ich muss das jetzt erst machen. Oh, ist 7 von denen. Von denen auch. Von denen mache ich wieder 2. Dann machen wir von denen 4. Aber ich brauche mehr Prismarin, sonst geht ja gar nichts mehr. Was ist er da drüben eigentlich? Ach, das ist also eine mittlere Festung. Nee. Das packt man nicht mit den Sachen, wo wir jetzt haben. Was ist er? Ach guck, das könnte man auch machen. Vielleicht kriegen wir da Abrissmarin? Müssten wir auch kriegen, oder? Dann machen wir das jetzt. Come on. Hoch da. Angriff. Dann machen wir es halt so. Okay, die Turtles helfen mir nicht. Zwei Golems fehlen. Ach, das sind die da hinten. Na komm, Jungs. Ich bin so im Fokus, ne? Ich laber gar nicht mehr. Ich hätte
Die chillen halt da unten rum, Jungs. Oh boy. Hoch hier. Ja, greif da jetzt das Ding an! Bin ja schon wieder fast tot. Okay, irgendwo habe ich einen Golem verloren. Irgendwo ist ein Golem abtrünnig. Ich habe keine Ahnung wo. Aber ihr geht jetzt hierher. Und ich befreie hier die Viecher. So. Weil hier ist auch eine Schatzkiste irgendwo. Wo denn? Lol. Hä? Was ist das jetzt? Was auch dran? Ein Bauhilfsgeist, okay. Na dann. Kloppt ihr mal weiter? Ach, da ist er. Rui? That's it. So. Dann sind wir hier nochmal ein paar Kollegen. Komm. Ja, da. Jungs, ich brauche euch hier oben. Ihr Helden. Mit jetzt. Also die Steuerung so vom Sachen, die wo hier auf dem Berg oben sind, ne? Guck mal, dass die halt jetzt hier auch nicht irgendwie, warum geht da jetzt dahin und greift es an? Das ist gewinnungsbedürftig, ohne Scheiß. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Jetzt finde ich wieder zwei Golems nicht. Einer ist hier. Ja, einen Golem haben wir jetzt wieder komplett verloren. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder rumgammelt. Der. Weit chillt er da hinten. Dort chillt er. Jetzt haben wir wieder alle. Puh. Okay. Können wir jetzt den Zombies endlich helfen? Weil hier ist noch ein Fragezeichen. Blöcke da drüben. Es sieht so vertraut aus und doch auf dem Kopf. Ah, du hast einen unserer ältesten Freunde entdeckt. Ihr beide werdet gut miteinander auskommen. Komm zurück zur Quelle und wir bringen dir ein Lied bei, um diesen Golem zu erwecken. Der erste Stein. Mächtiger Golem, der Steine wirft, die Gebäude beschädigen. Oh!
Oh. Oh. Ich glaube, mit dem könnten wir die Zombies wegklatschen, ha? Huh? Eisvolle Fernrohr-Aussichtspunkt. Verbesserung, die ersten Aufwecke. Ermöglicht es dir, die mächtige Golems, die überall in der Welt zu finden sind, zum Preis von Gold und Ressourcen zusammenzubauen. Boah, aber ich glaube, ich würde erst lieber deshalb machen. So leid, wie es mir tut. Aber ich finde das gerade besser. Wenn du mich fragst, ist Angriff die beste Verteidigung. Jetzt kann ich halt 30 Golems mitnehmen. Die Sonne geht unter. Das bringt die schlimmste Seite der Piglins zum Vorschein. Behalte die Dorfbewohner im Auge. Ja, ja. Das ist jetzt ein riesiger, das ist eine große. Diese Piglin-Basis wird stärker. Ja. Aber was soll ich machen? Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Das tut mir sehr leid. Es tut mir leider sehr leid, aber ich kann das gerade nicht ändern. Wait. Wait. Warum 4 nur? Jede weitere Verbesserung fügt 10 Flammen hinzu. Hä? Ja, aber ich habe jetzt nur 4 dazu gekriegt. Was ist das denn? Ich hätte doch plus 10. Bro, what? Ja, mit nur 4 Golems mehr schaffe ich es auch nicht. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke, Jungs. Was soll denn das jetzt wieder? Die Rede ist von 10 und ich krieg 4 dazu. Ich meine, so haben wir das ja nicht ausgemacht, oder? Jemand was von 10 erzählt, dann will ich da 10 Stück haben und nicht 4. Jungs, ihr müsst kämpfen. Jetzt bin ich halt jetzt schon wieder tot. Junge, also das ist scheiße. Das ist scheiße.